Ein unruhiges Handyvideo zeigt einen älteren Mann, der auf dem Waldboden liegt. Er sieht benommen aus. Dann schlägt plötzlich ein junger Mann mit einem Hammer, eingewickelt in eine Plastiktüte, brutal auf seinen Kopf ein. Wieder und immer wieder, bis der Mann sich nicht mehr regt. Doch warum haben sie diese und weitere Aufnahmen gemacht? Wollten sie die Videos verkaufen? Waren es Trophäen? Die Meinungen und Aussagen der Experten gehen auseinander. Was für immer bleibt, sind die grausamen Bilder.